Creo Simulation Live Plus, powered by ENSYS. Grüezi miteinander. Mein Name ist Urs Simler, CAD-Simulationsexperte bei der GIA Informatik AG. Hier die Koordinaten meines Vertriebskollegen Daniel Losli und dann noch ein Link zu unserer Homepage. Was bietet dieses Zusatzmodul? Ab Version 7.0 verfügbar in Geoparametrik an. Kurz gesagt Strömungssimulation kombiniert mit Wärme. Das heißt, ich kann mit der ENSYS Discovery Technologie praktisch in Echtzeit kann ich Strömungssimulationen machen, um zu sehen, wie sind die Strömungsverhältnisse in einem Ventil drin, in einem Ablaufkanal oder sogar in Elektronikgehäusen drehen kann ich die Kühlwirkung, die Strömungen simulieren und sofort auch sehen, wie reagiert das Ganze auf Änderungen. Also wir sehen, das ist unheimlich schnell das Ganze. Das Ganze werden wir ausprobieren live an einer Komponente vom PTC-Kunden Royal Enfield hier an diesem Motorrad. Werden wir da mal den Auspuff berechnen. Okay, ich habe jetzt den Auspuff schon geöffnet und hier aufgeschnitten. Und man sieht, dass es da entsprechend wie so drei Kammern drin hat. Und da hat es entsprechende Durchgänge mit Rohren mit drin. Und da möchte ich natürlich mal hingehen und das Ganze simulieren. Ich werde jetzt hier das Ganze einströmen lassen, mein heißes Abgas und dann die Strömungsverhältnisse mir analysieren lassen. Das geht extrem einfach mit Creo Simulation Live, schön integriert. Wichtig ist, man braucht eine Grafikkarte, die ein bisschen GPU, also GPU-RAM drin hat, um das Ganze simulieren zu können. Ich arbeite jetzt hier mit einer Karte, die eigentlich nicht zertifiziert ist, eigentlich von Leistungsoptionen her zu schwach wäre. Aber nichtsdestotrotz geht das recht flott vonstatten. Okay, als erstes bilde ich oder gebe ich hier bekannt, dass ich eine Strömungssimulation machen möchte. Mit der Plus-Version, mit der normalen Creo Simulation Live kann ich strukturmechanisch, thermisch oder auch Modalanalysen überprüfen. Ich mache jetzt hier unsere Strömungssimulation und ich gebe zuerst meine Fluid-Domäne an. Die soll von hier bis da nach hinten zu der Fläche gehen. So, jetzt habe ich die Fläche noch erwischt. Machen wir da das entsprechende Volumen. Eingeschlossene Volumen mit rein, sehe ich hier angezeigt und dem weise ich Material zu, sage hier, das soll da die Abgaseigenschaften drin haben. Dann gehe ich an die Eintrittsfläche, definiere da mit der Mini-Toolbar die Strömung, kommt mit 85 Meter pro Sekunde rein, okay, hat eine Temperatur von 700 Grad. Oh, 7000 wäre ein bisschen heiß. So. Okay. Und da hinten strömt das Ganze wieder raus. Ich definiere da einen sogenannten Umgebungsdruck. Das ist alles, was ich da soweit machen muss. Und jetzt drücke ich auf den Simulieren-Knopf. Läuft soweit los. Und er zeigt mir jetzt mal da die Strömungsgeschwindigkeiten an, schalte hier um auf Meter pro Sekunde, sehe jetzt hier das Verhalten. Natürlich muss ich das Ganze einspielen, habe hier auch die Möglichkeit, Druckverläufe anzeigen zu lassen. Gehe vielleicht gleich mal hin und sage, okay, mit einem sogenannten Simulationstaster möchte ich auf der Seite da hinten beim Ausdruck. Beim Ausgang möchte ich da meine Drucksimulation hier machen. Ich speichere das Ganze hier ab, damit ich das immer wieder beobachten kann. Man kann das hier sogar auch zeitlich beobachten. Okay, wir sehen da irgendwie bei 0,036 Megapascal ist der Druck. Natürlich auch Temperaturverläufe sehen wir da mit drin. Werden jetzt da mal standardmäßig visualisiert. Geht es vielleicht wieder zurück auf die Geschwindigkeit. Blende da mal vielleicht die Ergebnisse aus und ich möchte nur Strömungslinien drin sehen. Diese Strömungslinien kann ich auch hier ein bisschen feiner gestalten.
habe hier auch die Möglichkeit, wenn ich hier auf meine Fluid-Objekte umschalte, zum Beispiel da vorne, mit der Shift-Taste gedrückt, kann ich hier sagen, hey, das soll ein bisschen kleiner werden, damit ich mehr Strömungslinien drin sehe. Kann hier auch meine Partikel einblenden, die sind ein bisschen fett geworden, sage ich unter Partikeloptionen, hey, die Größe soll da nicht 0 sein, sondern vielleicht mal diese Größenordnung drin haben. Und sehe so das entsprechende Verhalten. Gehe hier vielleicht wieder auf die Ergebnisse, blende die Strömungslinie und die Partikel aus. Ich kann mir auch so ein Richtungsfeld hier noch zusätzlich mit einbringen. Und sogar dieses Richtungsfeld, wenn ich das hier doppelklicke, kann ich hier auch noch entsprechend verschieben und dann auch in die Tiefe meine Resultate hier zu sehen. Okay. Ich blende hier das Richtungsfeld wieder aus und lasse mir da die Resultate anzeigen. Wir merken uns mal da, der Druck ist etwa 0,036 Megapascal. Damit ich jetzt die Änderung besser sehen kann, schalte ich mal kurz die Simulation ab. Okay, kann jetzt hier reingucken und ich sage mal da an der Stelle, also man könnte die Änderung auch machen, währenddem die Simulation läuft, aber damit ich die Änderung besser sehe, sage ich hier diese Bohrungen da. Denn die möchte ich maßlich da ein bisschen mehr Bohrungen reinbringen. Ich mache jetzt mal einen 12er Abstand da mit rein. Okay, sind deutlich mehr Bohrungen mit drin. Und zusätzlich gehe ich da noch hin. Da unten an das Muster, was unterdrückt wurde und ein Spiegelbefehl, der unterdrückt wurde, dass ich da halt praktisch wie so ein gelochtes Rohr hier mit reinkriege. Also mein Auspuff sollte jetzt weniger Widerstand drin haben, werden wir gleich sehen, ob das dem wirklich so ist, ob sich meine Strömung da extrem geändert hat. Ich drücke hier einfach wieder auf den Simulationsknopf und entsprechend läuft da die Simulation wieder los und wir sehen jetzt natürlich der Druck da. Wird natürlich kleiner, wir haben hier jetzt zwei Nullen mit drin. Sehe da sofort die Änderung, was passiert. Natürlich auch bei den Geschwindigkeiten und so weiter sehe ich sofort die Auswirkungen meiner Änderung. Schalte hier auf den Druck um. Sehe natürlich auch meine Temperaturen, was mit denen hier genau passiert. Und natürlich da auch wieder über mein Diagramm sehe ich da genau, was passiert. Also unheimlich schnelle Strömungssimulation innerhalb von Kryoparametrik. Hier, stopp, stopp, stopp. Hier in einem Film noch drei weitere Beispiele. Typisches Anwendungsfall Ventil. Was sind die Strömungsverhältnisse? Was passiert, wenn ich zum Beispiel mein Ventil weiter öffne? Wie verändern sich da die Strömungsverhältnisse? Also auch in Sekundenfrist wird das Ganze sofort simuliert. Hier Kühlkörper. Was passiert hier genau mit der Strömung bzw. mit der Kühlleistung meines veränderten Kühlvolumens? Innerhalb von Sekunden wird mir angezeigt, was bei einer Änderung passiert. Typisches Beispiel auch Elektronikkomponente, Gehäuse. Wie ist die Veränderung? Wie sind die Strömungsverhältnisse? Also unheimlich schnelle Möglichkeiten, Strömungssimulationen in Echtzeit darzustellen. Also man braucht nicht mehr lange zu diskutieren. Man testet es aus und sieht sofort, was ist die Veränderung, war das eine gute Idee oder nicht. In dem Sinne, glaube ich, haben wir gesehen, was das für ein unheimlich schnelles Werkzeug ist, wo ich Strömungssimulationen durchführen kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Interesse an diesem Produkt haben, kommen Sie auf uns zu.
Wir machen gerne Workshops, Trainings mit Ihren Kundendaten, nicht nur zu Strömungssimulation, auch zu anderen Themen, sei es Kreomodellieren, sei es Bewegungssimulation, strukturmechanische Simulation, BMX. Würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und kann nur noch schönen Abend wünschen und auf Wiedersehen.